Die Chipfabrik der Zukunft steht in Dresden. Anfang Juni hat Bosch sein neues Werk eröffnet. Mit 1 Milliarde Euro ist es die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte. Während mancherorts bereits das Ende der Großansiedlungen heraufbeschworen wurde, erlebt der Freistaat Sachsen in den letzten Jahren einen großen Sprung nach vorn. Doch nicht erst seit der Tesla-Ansiedlung in Brandenburg wird intensiv diskutiert, wie günstige Voraussetzungen für die Unternehmen geschaffen werden können, ohne die Bevölkerung dabei zu verlieren oder Umweltaspekte außer Acht zu lassen. Darum geht es heute vor Ort bei Bosch in Dresden. Und damit herzlich willkommen zum neuen Wirtschaftstalk. Wir sind heute wieder vor Ort unterwegs in einer Fabrik der Superlative bei Bosch in Dresden. Und hier sprechen wir über Großansiedlungen in Sachsen. An meiner Seite ist wie immer Wirtschaftsminister Martin Dulich. Er gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und beantwortet am Ende der Sendung Fragen, die uns vorab erreicht haben. Unsere Gäste sind unser Gastgeber Dr. Christian Keutsch, Werksleiter von Bosch Dresden. Die neue Fabrik soll Maßstäbe bei der Chipproduktion setzen und in der Endausbauphase 700 Menschen beschäftigen. Außerdem mit dabei ist Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes Silicon Saxony. Silicon Saxony ist Europas größter Mikroelektronikstandort und der fünftgrößte weltweit. Herr Dulich, wir sind heute hier bei Bosch vor Ort. Man kann sagen, eine gelungene Großinvestition, eine gelungene Neuansiedlung. Welchen Stellenwert hat denn Sachsen als Standort für Neuansiedlungen? Wir sind erstmal sehr stolz darauf, dass Bosch hier investiert hat. Das war die wichtigste Entscheidung der letzten Jahre, die wichtigste Ansiedlung, die auch nochmal deutlich gemacht hat, wie gut der Standort Sachsen sich entwickelt hat, dass er auch wirklich gegenüber internationalen Standorten herausgestochen hat und am Schluss die Entscheidung für Dresden gefällt wurde. Wir brauchen große Unternehmen, wir brauchen große Ansiedlungen, weil sie wiederum eine Magnetwirkung haben für andere, sowohl für sagen wir, Zulieferindustrie, für Unternehmen, Dienstleistungen, Zulieferersektor, die dann für solche Unternehmen tätig sind, aber eben auch für Unternehmen aus der Branche, die schauen, da entwickelt sich ein Ökosystem, da ist etwas vorhanden, wo es sich lohnt, auch genauer hinzuschauen. Und von daher sind wir immer sehr daran interessiert, solche großen Unternehmen auch hier in Sachsen zu haben, die eben dann eben auch eine große Wirkung haben. Jedes Unternehmen, was sich hier ansiedelt, bringt nochmal indirekt einen Faktor 4 mit. Das heißt, Unternehmen, die sich ringsherum ansiedeln, schaffen nochmal bis zu 4-mal so viele Arbeitsplätze. Und das ist also auch für Sachsen eine sehr, sehr wichtige Frage, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen. Mhm. Bosch hat die Entscheidung für Dresden getroffen, Dr. Keutsch. Seit Anfang Juni läuft jetzt hier die Produktion, da wurde die Eröffnung groß gefeiert. Wie ist denn die Produktion angelaufen? Welche Bilanz ziehen Sie nach knapp 2 Monaten? Man muss sagen, die Entscheidung wurde ja 2017 getroffen und jetzt sind wir 2 Monate nach der offiziellen Eröffnung. Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen. Es war eine Entscheidung für eine grüne Wiese Invest. Das heißt, Bosch ist an einen neuen Standort in Deutschland gegangen. Das alleine ist ja schon eine große Herausforderung. Dann kam noch Corona hinzu und ich glaube, das Wichtigste, was ich heute sagen möchte, die Stimmung im Team ist nach wie vor super, jetzt auch mit diesem harten Anlauf, ist fast ein Startup-Feeling, das ist eine tolle Stimmung. Jetzt haben wir natürlich noch einen weiten Weg vor uns, das heißt, die Mannschaft ist enthusiastisch, weiß aber auch, was noch vor ihnen liegt. Mhm. Herr Bösenberg, Silicon Saxony, der größte Halbleiterstandort in Europa. Wie wichtig ist denn dieses Cluster, um Firmen und Großansiedlungen wie eben jetzt Bosch hierher zu locken? Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, diese kritische Masse, die hier schon da ist. Wenn man auf die anderen Firmen, die hier sind, sind die Fachkräfte ein Thema. Also wir sehen bei den anderen Firmen auch, dass auch über die Straßenseite gewechselt wird. Auch hier weiß ich, dass der ein oder andere Mitarbeiter schon vorher in einem anderen Unternehmen des Netzwerks beschäftigt war. Und das ist ein Standortvorteil. Das geht aber weiter. Wir haben eine sehr gute Ausbildungs- und Forschungslandschaft, auf die auch Bosch zurückgreifen kann. Die Zulieferer sind schon vor Ort, haben kurze Wege häufig. Und last but not least ist dann die Außenwirkung in andere Regionen der Welt. Man hat hier also sehr kurze Wege und auch nicht zu vernachlässigen. Und Bosch hat das bewiesen mit einer ultraschnellen Bauzeit. Eine Erfahrung auch am Standort mit den Genehmigungsverfahren ist ein Riesenstandortvorteil. Mhm. Herr Dulich, welchen Anteil haben denn solche Großkonzerne an der sächsischen Wirtschaft? Wie wichtig sind die auch im Vergleich zu den mittleren Unternehmen?
Na, Sachsen ist erstmal ein Industrieland und dementsprechend brauchen wir Unternehmen, die eben auch das abbilden und die auch bitteschön die Industrie der nächsten Jahre abbilden, denn ich möchte, dass auch Sachsen in 5 und in 10 Jahren und gerne auch in 20 Jahren noch Industrieland ist, aber dann ein modernes Industrieland. Von daher setzen wir ja in Sachsen auch auf eine lange Tradition und lange Geschichte. Und trotzdem sehen wir natürlich auch, dass die Wirtschaftsstruktur in Sachsen sehr kleinteilig ist. Das heißt, wir haben viele, viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das Verhältnis im Umsatz ist 60-40. Das heißt, unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen haben 60% Anteil am Umsatz, während die großen Unternehmen 40% haben. Wenn man sich aber die Anzahl der Unternehmen anschaut, sieht man eben, wo tatsächlich die Wertschöpfung passiert. Und deshalb setzen wir auf der einen Seite darauf, dass unsere kleinen Unternehmen bitte wachsen, 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 damit wir eben nicht so viele nur Unternehmen haben, die bis zu, sagen wir, die meisten Unternehmen in Sachsen haben weniger als 10 Beschäftigte. Und wir wünschen uns natürlich, dass sie auch größer werden, dass sie stärker werden. Und auf der anderen Seite brauchen wir genau eben auch solche großen Unternehmen und mittelständische Unternehmen in Größenordnungen, um tatsächlich unsere Wertschöpfungstiefe hier in Sachsen zu stärken. Mhm. Herr Bösenberg hat jetzt schon die Fachkräfte angesprochen, die gebraucht werden. Dr. Kolsch, Sie sind auf ganz spezielle Fachkräfte angewiesen. Ingenieure für Mikroelektronik brauchen Sie im Besonderen. Wie schätzen Sie denn dieses Angebot hier ein? Also ich kann das nur bestätigen, was Herr Bösenberg gesagt hat. Als wir uns für diesen Grüne Wiese Invest in Dresden entschieden haben, haben wir das Team aufgebaut und haben gesagt, wir wollen 10 Jahre Halbleitererfahrung haben von den Mitarbeitern. Und das war für den Start extrem wichtig. Wir sind bestätigt worden, wir haben jetzt einen erfolgreichen Ramp-up angefangen, der basiert auf der Expertise der Mitarbeiter. Danach gibt es aber weitere Facetten, ja. Sie wollen nicht nur alte Hasen haben, sondern sie wollen auch junge Mitarbeiter haben. Das heißt, wir rekrutieren auch inzwischen verstärkt Absolventen von den hiesigen Hochschulen und Institutionen. Wir brauchen Automotive Know-how und last but not least, wir suchen zum Beispiel auch Java-Developer, um das IT-Ökosystem einer solchen vernetzten Fertigung aufzubauen. Dresden kann Hightech. Hightech ist aber nicht nur Mikroelektronik, sondern so eine Facility, wie wir sie hier haben, erfordert ganz unterschiedliche Kompetenzen, die wir, glaube ich, in Dresden sehr gut bekommen können. Und was vielleicht auch spannend ist, die Mikroelektronik ist historisch extrem international vernetzt. Wir haben inzwischen 21 Nationalitäten am Standort. Das heißt, es sind nicht nur lokale Fachkräfte, sondern wir ziehen eben auch globale Talente an. Da ist es bestimmt auch wichtig für Sie, dass die Leute dann hier auch willkommen geheißen werden und sich wohlfühlen in der Stadt. Absolut. Ich bin selber gerade hergezogen, fühle mich sehr willkommen. Aber das gilt natürlich auch für unsere anderen Mitarbeiter, die sich, glaube ich, hier sehr wohlfühlen. Und in Dresden kann man ja auch gut leben und nicht nur arbeiten. Mhm, ja. Herr Dulich, was kann denn der Freistaat tun, damit diese Leute hierher kommen und angezogen werden? Ja, das Thema Fachkräfte ist das zentrale Thema. Das ist auch das Zukunftsthema. Wir brauchen natürlich schon auf der einen Seite eine klare Ausrichtung unserer eigenen Bildungspolitik, dass Menschen dass Kinder und Jugendliche bereits in der Schule ganz anders auch mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mithalten können. Denn wenn ich sehe, welche Bedarfe wir alleine an Softwareentwicklungen haben, generell an medialer Kompetenz, an Kompetenz mit digitalen Medien oder mit der Digitalisierung umzugehen, müssen wir viel, viel eher anfangen. Deshalb, wenn wir über Fachkräfteentwicklung reden, geht es nicht nur um das Potenzial, was vorhanden ist, wo man vielleicht sogar in einer gewissen Konkurrenz miteinander ist, sondern wie auch unser Bildungssystem von der Schule bis hin zur Ausbildung, bis hin zum Studium tatsächlich eben auch hier in Sachsen genau das versteht und erkennt. Wir haben zum Beispiel an der TU Dresden die größte Fakultät der Informatik. Nur auch dort müssen wir weiter ausbauen. Wir brauchen mehr Kapazitäten, um, sagen wir mal, unser Potenzial hier in Sachsen auch auszubilden. Zumal die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Überall werden Softwareentwickler benötigt, überall werden ähnliche Profile benötigt. Aber das war mein erster Hinweis. Wir müssen schon eher anfangen, in der Bildung diese Potenziale zu heben. Und das andere ist, natürlich, wir müssen einladen. Wir müssen sehen, dass Menschen hier nach Sachsen kommen, weil sie sehen, dass sie hier richtig gute Arbeitsbedingungen haben, dass hier Unternehmen da sind, die die Zukunft gestalten und sie deshalb auch hier eine sichere Möglichkeit haben der Entwicklung. Wir brauchen aber auch ein Umfeld, dass ihre Familien sagen, ja, wir wollen nach Sachsen, das ist gut. Also das heißt, es geht nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern es geht auch um die
sogenannten weichen Faktoren, wobei das sehr häufig harte Fakten sind. Wie ist eine Bildungslandschaft? Was ist das soziale Angebot? Wie ist die Vereinbarkeit mit der Familien-, mit der Kinderbetreuung und so weiter und so fort? Gibt es ausreichend Arbeitsplätze auch für Familienangehörige? Und wir brauchen bitte auch eine Willkommenskultur, wo auch klar ist, Sachsen soll offen und neugierig sein auf Menschen, die hierher kommen. Da haben wir noch einen gewissen Nachholbedarf, aber das ist zwangsläufig notwendig, dass wir verstehen, Sachsen wird nur attraktiv sein, wenn wir eben auch lernen, offen und neugierig und weltoffen zu sein. Herr Bösenberg, wie schätzen Sie es ein? Tut Sachsen da schon genug, damit das passiert? Schwierige Frage. Kann man immer noch mehr tun, aber ich möchte sozusagen das unterstreichen. In den Branchen des Silicon Saxony, und das ist neben der Mikroelektronik eben auch die Software, sind heute 70.500 Personen schon beschäftigt. Wir gehen selber davon aus, dass bis 2030 an die 100.000 Beschäftigte hier da sein werden, benötigt werden. Und die brauchen tatsächlich neben dem Platz zum Arbeiten, und da gibt es sehr viele gute, auch den Platz zum Leben. Ich möchte also das nochmal bekräftigen, dass wir uns darum kümmern müssen, und wir tun da auch unsere Teile mit als Branchenverband, dass auch die Umgebung ausgebaut wird. Wir heißen Silicon Saxony, nicht Silicon Dresden, auch nicht Silicon Dresden Nord. Und das Plädoyer ist tatsächlich, das als gesamtsächsisches Thema zu betrachten, auch den ländlichen Raum mit einzubeziehen und dort auch die Möglichkeiten zu schaffen, vielleicht im Norden von Dresden zu arbeiten, ohne im Norden von Dresden zu wohnen. Okay. Wollten Sie noch was hinzufügen? Nein, also weil ich finde, dass da auch Sachsen sich in den letzten Jahren wirklich auch entwickelt hat und gelernt und hat, auch wenn wir noch zu tun haben. Aber solche internationalen Unternehmen wie Bosch oder andere hätten sich nicht für Sachsen entschieden, wenn nicht doch klar ist, hier kann man gut leben, hier kann man gut arbeiten, und das müssen wir bitte auch ausbauen. Mhm. Zu den Gründen, warum sich Bosch für Dresden oder auch Sachsen entschieden hat, vielleicht nochmal. 1 Milliarde Euro hat Bosch investiert. Staatlicher Zuschuss waren 200 Millionen Euro. Wie wichtig ist denn so eine Förderung für diese Standortentscheidung dann? Also zuerst einmal war die Entscheidung natürlich eine unternehmerische Entscheidung. Wir haben in der Automobilindustrie sehr starke Transformationstrends. Das ist das automatisierte Fahren, das ist das elektrische Fahren, die Vernetzung. Und all diese Trends führen dazu, dass man mehr Halbleiter im Auto hat. Und Bosch kam an Kapazitätsgrenzen und hat überlegt, okay, was können wir jetzt tun? Und hat sich dann dafür entschieden, neben unserem historischen Standort in Reutlingen einen zweiten Standort aufzubauen. Danach gab es eine globale Suche. Da gab es auch asiatische Angebote, es gab US-amerikanische Angebote. Und letztendlich hat man sich dann für Sachsen entschieden, für Dresden aus mehreren Gründen. Einer der Gründe war die doch verhältnismäßig enge räumliche Nähe zu unseren Entwicklungsstandorten in Stuttgart. Und wir haben ja hier noch mehr vor und wollen nicht nur fertigen, sondern perspektivisch auch entwickeln. Ein zweiter Punkt war natürlich auch die europäische Förderung. Wir hatten das Glück, mit IPCEI 1, diesem Important Project of Common European Interest, ein Vehikel zu haben, wo Europa eben auch in diesem globalen Standortwettbewerb eigene Förderakzente setzen konnte. Und das zusammen mit den exzellenten Fachkräften, über die wir gerade gesprochen haben, hat dann am Ende den Ausschlag für Dresden gegeben. Okay, also die Förderung ein Teil. Herr Bösenberg, wie schätzen Sie es ein? Wie stark ist die Konkurrenz unter diesen Standorten oder solche Standorte eben ins eigene Land zu holen weltweit? Naja, ich will mal eine Zahl nennen. Dort Südkorea, was man als Land durchaus vergleichen kann mit Deutschland, Größe, Bevölkerungszahl, investiert 450 Milliarden in die Mikroelektronik, Dollar. Als Förderung, meinen Sie? Als Unterstützung der Branche Mikroelektronik. Die hat dort noch eine andere strategische Bedeutung, auch für die Beschäftigung innerhalb des Landes, auch für die direkte Beschäftigung. Aber es ist ein globaler Wettstreit von nicht mehr allen Regionen der Welt, sondern nur noch wenigen. Und es wird noch nicht überall so strategisch und mit dieser Geschwindigkeit auch betrieben, wie zum Beispiel in Südkorea. China ist ganz strategisch unterwegs. Und wir sind tatsächlich in einem ganz harten Wettbewerb. Und wenn wir nicht wollen, dass die Mikroelektronik und auch die Branchen, die direkt davon profitieren, Automobil ist nur eine davon, perspektivischer Sicht von 10, 20 Jahren hier verschwinden oder abgebaut werden, müssen wir dort einfach mithalten. Das sind enorme, schwindelerregende Summen, die dort im Spiel sind. Aber wie gesagt, es ist ein globaler Wettstreit. Wir reden ja nicht mehr über innereuropäischen Wettbewerb, sondern wir müssen als Europa dort zusammenarbeiten, um global mithalten zu können. Wie kann denn Sachsen da mithalten? Ja, wir müssen mal wirklich die Dimensionen festhalten. Zu glauben, dass wir in Sachsen im globalen Maßstab mithalten können,
Das ist lächerlich. Zu glauben, Deutschland könnte international mithalten, das ist lächerlich. Wir reden über Europa. Wir werden nur als Europa bei der Neuverteilung der Märkte überhaupt mithalten können. Es gibt jetzt einen, sagen wir, transpazifischen Wirtschaftsraum mit über 1,4 Milliarden Menschen, die alleine in dieser Wirtschaftszone drin sind. Europa hat lange Zeit zugelassen, dass Entwicklungen außerhalb von Europa stattfinden, anstatt bestimmte Leitmärkte und Leitbranchen zu schützen. Dankenswerterweise, das IPCEI-Programm wurde ja schon angesprochen, hat man dann schon verstanden, dass man auch andere Unterstützungen für bestimmte Märkte in Europa machen muss. Wie schon gesagt, sehr spät, aber wir gucken jetzt nach vorne. Das werden wir auch weiterhin tun, weil wir müssen eben konkurrenzfähig sein, weil es kann nicht sein, dass die Entwicklungen, auch die technologischen Entwicklungen in Nordamerika oder in Asien gemacht werden und wir in Europa hinterherrennen. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt mit einem stärkeren Antritt, und wir reden ja schon über große Investitionssummen, die hier in Europa gerade getätigt werden sollen, dieser Entwicklung dann eben auch etwas entgegensetzen können. Und das geht nur in Europa. Aber wir können durchaus schauen, dass wir in Sachsen in bestimmten Bereichen schon so eine Vorsprungrolle haben. Das Thema Mikroelektronik oder Halbleiter, da sind wir nun mal mitführend in Europa, und das ist etwas, was wir auch mit in die Waagschale legen müssen. Da darf man nicht klein denken, aber das heißt für uns in Sachsen, diesen Standortfaktor oder Vorteil auch mit zu nutzen. Und wir sehen ja, dass andere Unternehmen auf einmal Interesse haben, auch internationale Unternehmen, an dem, was hier in Sachsen ist, weil eben hier ein Fachkräftepotenzial vorhanden ist, weil sich eine Wirtschaft daraus ausrichtet, weil sich eine Bildungslandschaft daraus ausrichtet, um hier auch wirklich diesen Vorteil, den wir gerade in Sachsen für Europa haben, auch mit in die Waagschale zu legen. Wie schafft es denn Bosch, bei diesen Entwicklungen immer mit vorn dabei zu bleiben? Bei der Belieferung mit Halbleitern. Wir haben seit mehreren Monaten eine große Taskforce, um unsere Kunden weiter mit Halbleiterprodukten zu beliefern. Das ist nicht einfach. Wir hatten ja da, ich glaube, man nennt das so den perfekten Sturm. Ja. Auf der einen Seite Covid hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen in Konsumerelektronik investiert haben, Tablets, Smartphones, im Homeoffice. Das hat zu einer Knappheit von Halbleitern geführt. Auf der anderen Seite hat es auch in der Automobilindustrie in 2019 eine eher pessimistische Prognose gegeben, was die weltweiten Absatzzahlen angeht. Und dann zusätzlich gab es noch einen sehr starken Wintersturm in Texas und Havarien in Japan. All das zusammen hat dazu geführt, dass Halbleiter ein extrem knappes Gut aktuell sind. Wir haben, ich glaube, sehr weitsichtig in Dresden investiert, aber da müssen natürlich auch viele mitziehen. Ja? Diese Fabrik wird die weltweite Halbleiterknappheit nicht heilen können. Dafür ist selbst für Bosch größte Investition der Firmengeschichte zu klein. Ich glaube, das haben die Kollegen auch gut dargestellt. Aber es hilft natürlich, all das, was wir hier in Dresden jetzt in den nächsten Monaten fertigen, muss anderswo nicht gefertigt werden und führt am Ende dazu, dass die Halbleiterknappheit gelindert wird. Es hat ja vor allem auch die europäischen Autobauer betroffen, auch hier in Deutschland. Kann da dieses Werk helfen, diese Abhängigkeit auch von der weltweiten Produktion ein bisschen zu lindern? Ja, wir werden ja unseren Produktionsstart zuerst einmal für den internen Bedarf im Bereich der Konsumerelektronik starten. Das heißt, die ersten Dresdner Chips gehen in Elektrowerkzeuge. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal im Baumarkt sind, können Sie direkt Dresdner Chips kaufen, wenn Sie eine Bohrmaschine kaufen. Aber perspektivisch gehen wir dann natürlich auch in die automobilen Anwendungen, Elektrolenkung, Motorkühlung, alles Themen, wo perspektivisch Dresdner Chips drin sind. Und das hilft natürlich. Jeder Chip zählt. Okay. Ja, Herr Dulich, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fehlen ja hier im Osten noch die Vorstandsetagen der großen Konzerne. Jetzt haben wir hier eine große Ansiedlung von einem Produktionswerk. Wie wichtig ist das auf der anderen Seite? Naja, das ist nun mal trotzdem ein Strukturunterschied, auch ein Strukturnachteil, den wir seit 30 Jahren nun mit uns mitschleppen. Ich vermute mal, Bosch hat noch nicht vor, nach Sachsen den Stammsitz umzusiedeln, aber wir freuen uns trotzdem über die Investitionen hier. Jetzt daran zu glauben, irgendwann kommt der Weiße Ritter und das DAX-Unternehmen wird sich hier ansiedeln, ich glaube, die Wünsche und Träume
man darf träumen, aber die können wir trotzdem vielleicht erstmal etwas weiter hinter in die Schublade stecken. Ich glaube, entscheidender ist, wie schaffen wir es, Unternehmen, die wir in Sachsen haben, so weiterzuentwickeln, dass sozusagen aus einem sächsischen Start-up das nächste DAX-Unternehmen werden kann, um mal das im übertragenen Sinne zu sagen. Denn wir wollen natürlich nicht, um jetzt das geflügelte Wort zu benutzen, nur verlängerte Werkbank sein, sondern wir wollen eben schon als Industrieland Sachsen auch wirklich ein starkes Land sein, wo eben auch, sagen wir mal, die Gewinne hier versteuert werden, hier entschieden wird, welche Forschung und Entwicklung passiert, dass man hier entscheidet, wie es mit bestimmten Standorten weitergeht. Denn man sieht natürlich schon, dass bestimmte Abhängigkeiten auch dazu führen, dass wenn zum Beispiel auch in Krisen wieder Standortentscheidungen getroffen werden, dann in den Stammsitzen dann doch eher das eigene Umfeld bewertet wird und wir in Ostdeutschland dann manchmal wieder hinten dran stehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir gerade den Osten stärken und vor allem Unternehmen stärken mit Sitz hier. Aber wir freuen uns trotzdem natürlich, dass solche großen Unternehmen wie Bosch hier diese Entscheidung getroffen hat. Herr Bösenberg, welche Chance sehen Sie denn, dass aus dem Silicon Saxony so eine große Firma entsteht, die dann als DAX-Konzern mal fungiert? Ja, wir haben zwei Unternehmen, die bei uns auch Mitglied sind, die Wandelbots und die Staffbase mit Dresden und Chemnitz, die sich da ein Rennen liefern. Ich sehe das also nicht als komplett utopisch, das ist aber kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja? Und wie Herr Dulich schon sagte, das passiert nicht über Nacht. Ich selber glaube auch nicht daran, dass jemand von extern hier seinen Firmensitz herlegt. Aber es gibt Unternehmen im Silicon Saxony, die wachsen und wenn die halt nicht nur über ein Jahr, sondern über ein Jahrzehnt wachsen, können die das schaffen. Und sehe das Rennen dort noch nicht verloren. Es erfordert aber stetige Anstrengungen in all den Punkten, die schon angesprochen wurden, Sachsen eben auch nicht nur zum guten Platz zum Arbeiten, sondern auch zum Leben zu erhalten. Ist er ja schon, aber das immer weiter auszubauen. Herr Dulich, Sie haben gerade noch den Mangel an Forschung und Entwicklung in den neuen Bundesländern angesprochen. Was kann denn die Politik tun, dass das noch mehr hier im Osten passiert? Naja, ich will trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass Sachsen ein sehr attraktiver Forschungs- und Entwicklungsstandort ist. Nur durch die Kleinteiligkeit unserer Unternehmen haben die meistens selber keine eigene Forschung und Entwicklungsabteilungen und sind deshalb natürlich auch darauf angewiesen, dass wir eben, ob in den Universitäten, aber auch in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dann exzellente Forschungsarbeit leisten können. Und wir haben auch bei der Schwerpunkt unserer Förderung genau darauf Wert gelegt, dass wir die Technologieförderung, also den Transfer organisieren und auch unterstützen und finanzieren zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um eben auch aufgrund der besonderen Situation, die wir nun mal haben mit der Kleinteiligkeit, das kompensieren können durch eben eine exzellente Forschungslandschaft. Nur dann muss der Transfer halt organisiert werden. Okay. Ja, zum Abschluss dieses Themenschwerpunkts Bosch. Herr Dr. Keutsch, noch mal zum Abschluss. Ja, was nehmen Sie sich jetzt für die nächsten Jahre vor? Wie soll es weitergehen mit dieser Fabrik in Dresden? Ja, Sie haben es ja schon gesagt, wir sind jetzt 2 Monate im Ramp-up. Wir sind demütig, wir wollen jetzt erstmal den Ramp-up schultern. Wir haben einige neue Produkte, die wir hier einführen. Diesen Plan, den wir haben, das ist ein Mittelfristplan, den jetzt erstmal abzuarbeiten. Ich glaube, das ist Herausforderung genug. Aber wir wollen natürlich auch links und rechts gucken und das eine oder andere Schmankerl zu dem Plan noch dazu packen. Das ist das, was wir uns jetzt in den nächsten Jahren vornehmen. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Keutsch und Herr Bösenberg. Sie verabschieden wir an dieser Stelle. Das war unser Themenschwerpunkt zu Bosch. Eine Großansiedlung, die allgemein willkommen geheißen wurde. Das gilt nicht für alle Großansiedlungen. Und bevor wir jetzt im zweiten Teil über Pro und Contra diskutieren, schauen wir noch mal an den Flughafen nach Leipzig. Der Frachtverkehr am Flughafen Leipzig-Halle boomt. Dafür sorgt zu einem großen Teil DHL. Der Paketdienstleister will deshalb das Frachtkreuz ausbauen, um Platz für zusätzliche Maschinen zu schaffen. Diese sind vor allem nachts unterwegs, denn in Leipzig gibt es keine Nachtflugbeschränkung für den Frachtverkehr. Doch gegen die Pläne gibt es Widerstand. Erst im Juli blockierten Demonstranten eine Zufahrt für Lkw. Während der Freistaat Sachsen auf den hohen wirtschaftlichen Nutzen des Drehkreuzes Leipzig verweist, sorgen sich Anwohner um ihren Schlaf und eine erhöhte Feinstaubbelastung. Ab Herbst soll nun ein Fluglärmbeauftragter zum Einsatz kommen. Wie lassen sich wirtschaftliche Interessen und die Belange der Anwohner unter einen Hut bringen? Dieses Thema ist nicht nur in Leipzig aktuell. Wir starten mit neuer Besetzung in die zweite Runde, in der wir über Wirtschaftsförderung und die Bedingungen in Sachsen sprechen wollen. Unsere Gäste sind Andrea Beer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Görlitz. Die gebürtige Görlitzerin kümmert sich seit 2017 um die Investorengewinnung und Unternehmenansiedlung in der Neiße Stadt.
Thomas Horn ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen. Das landeseigene Unternehmen des Freistaats berät Investoren von der Idee bis zur Umsetzung einer Ansiedlung. Und Professor Joachim Ragnitz, der stellvertretende Leiter der IFO-Niederlassung Dresden und Honorarprofessor an der TU Dresden, ist Fachmann für die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. Ja, Herr Dulich, Sie vertreten Sachsen als Wirtschaftsstandort auch im Ausland. Wie groß ist denn das Interesse an Sachsen? Sachsen ist schon ein sehr interessanter Standort, auch für ausländische Investoren. Das haben die letzten 30 Jahre gezeigt. Bei unseren Reisen, bei unseren Gesprächen sieht man eben auch, dass die Investoren aus allen Ländern der Welt schon sehen, was in Sachsen vorhanden ist. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, sehen natürlich auch gerade in den letzten Jahren, dass das Interesse auch wieder wächst, denn man muss natürlich nochmal unterscheiden, welche Zeit wir in den 90er Jahren hatten, was dazwischen war und wie wir jetzt eben vielleicht auch so eine neue Phase haben, ein neues Interesse auch von ausländischen Investoren hier an Sachsen. Das Spannende ist, dass sie vor allem jetzt gerade in den Zukunftsfeldern unterwegs sind. Also wir sind ja jetzt hier gerade beim Thema Halbleiter zu Gast. Auch dort gibt es interessante Nachfragen. Genauso eben beim Thema Nachhaltigkeit, die ganze Frage Batteriezellenproduktion und so weiter. Also es ist spannend, wie sich gerade auch Nachfragen aktuell entwickeln. Wir haben ja jetzt zwei Wirtschaftsförderer mit am Tisch. Frau Bär, wie ist es? Welche Investitionen in Ihrer Region, welche sind da Ihre größten Erfolge? Es ist natürlich schwierig, als eine 57.000 Einwohnerstadt hier unter so einem Label zu stehen. Aber wir sind da, glaube ich, sehr selbstbewusst. Und in der Tat kann man sagen, dass wir einige Großansiedlungen in letzter Zeit hatten. Das war einmal die Yellowtech GmbH, die machen Kunststoffprojekte für den medizinischen Bereich. Und hier arbeiten wir Hand in Hand mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, die dann an einer Stelle X uns den Staffelstab sozusagen übergibt, dass wir dann die Firmen vor Ort begleiten. Und wenn man schaut, das waren ca. 23 Millionen Investitionssumme. Wenn man eher auf die Beschäftigungszahlen schaut, dort wäre eine Schweizer Firma zu nennen, die Scan AG, die wir 2011 noch mit Mailing und Anzeige nach Görlitz geholt haben. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr möglich. Ne? Und die mal mit 8 Mitarbeitern gestartet haben und in den nächsten Jahren auf 350 Mitarbeiter wachsen wollen. Und Sie haben sogar noch was in der Pipeline, dürfen aber noch nicht konkreter werden. Das ist das Los eines Wirtschaftsförderers, das kann mir Herr Horn, glaube ich, bestätigen. Schweigen ist das A und O unserer Tätigkeit, auch wenn es immer so schwer fällt. Aber ja, wir werden in nächster Zeit ein Dienstleistungsunternehmen ansiedeln, das auch plant, mehrere hundert Arbeitsplätze bei uns anzusiedeln. Also wieder ein großer Erfolg. Herr Horn, wie muss man sich denn so eine Neuansiedlung vorstellen? Ruft der Investor bei Ihnen an oder wie läuft das ab? Ja, also es gibt da ganz verschiedene Wege, wie sowas vonstatten geht. Natürlich haben wir Akquisiteure. Ne? Also das sind die klassischen Werber, die den Standort im Ausland, aber auch national vermarkten, um neue Firmen neugierig zu machen auf Sachsen und aus der Neugier dann auch eine Ansiedlung zu entwickeln. Also die sind branchenspezifisch ausgebildet. Das heißt, da gibt es Spezialisten für die Mikroelektronik, für die Automobilindustrie, für den Maschinenbau, für die Biotechnologie, die sich in ihren Branchen gut auskennen, die unterwegs sind, auf Messen, auf Konferenzen, auch Firmen einzeln besuchen. Und das ist ein ganz wichtiger Kanal, um Investoren nach Sachsen zu holen. Dann gibt es die Multiplikatoren, zum Beispiel die Wirtschaftsfördergesellschaft des Bundes, Germany Trade and Invest, ganz wichtiger Partner für uns, der also auch internationale Investoren nach Deutschland holt und dann auch in die Bundesländer weiterleitet. Multiplikatoren, natürlich in der Staatsregierung kommen Anfragen beim Minister, beim Ministerpräsidenten gibt es Firmen, die anfragen. Und die eine oder andere meldet sich auch mal direkt bei uns. Und da haben wir immer ein Portfolio, einen großen Strauß von Anfragen, mit denen wir arbeiten und die wir dann im Endeffekt versuchen, von den Vorteilen des Standortes zu überzeugen und die Entscheidung dann positiv für Sachsen ausgehen zu lassen. Professor Ragnitz, zwischenzeitlich schien es ja so, als ob die Zeit der Großansiedlungen vorbei ist. Jetzt stehen wir hier unter Bosch, unter dem großen Bosch-Logo, eine neue Großansiedlung in Dresden. Ist da wieder ein gegenläufiger Trend erkennbar? Wie bewerten Sie es? Nun, man sieht schon, dass es Großansiedlungen gibt, nicht unbedingt flächendeckend, sondern die kommen natürlich dorthin, wo es besonders attraktiv ist, vor allem dann eben in die drei großen Städte, aber Görlitz haben wir eben gehört auch. Also man sieht da schon was, dass da was kommt, allerdings kann man jetzt nicht sagen, halt, es ist so ein Selbstläufer, sondern es hängt immer davon ab, wie die Standortbedingungen dort jeweils sind, natürlich auch, wie die Investorenwerbung funktioniert, aber ist zumindest nicht so,
naja, was man so vor 10 Jahren noch gedacht hat, das sei jetzt vorbei, wir müssen jetzt nur auf Bestandssicherung konzentrieren, sondern offensichtlich klappt es auch, dass man auch Großansiedlungen weiterhin nach Sachsen holt. Okay, also auch ein bestimmt ein positives Signal für Sie, Frau Bär. Auf welche Probleme treffen Sie denn, wenn Sie Investoren bei Ihnen in der Region ansiedeln wollen? Welche Schwierigkeiten gibt es denn auch bei der Investorengewinnung? Was heißt, Gewinnung ist das eine, aber jemand anzusiedeln das andere. Und wenn man einmal sieht, wie viel Behörden erstmal ein Unternehmen durchlaufen muss, ne? Das Liegenschaftsamt, das Bauamt, die Denkmalbehörde, die Wasserbehörde, die Umweltschutzbehörde, die Landesdirektion, die SAB und so weiter, ne? Also die Liste ist unendlich lang, wie viel Gutachten gemacht werden müssen, bevor ein Bauantrag fertig ist, vom Brandschutzgutachten, Emissionsgutachten, und so weiter und so fort. Also das ist ja ein unheimliches Portfolio, was dort ein Unternehmer in Zusammenarbeit, ne, mit der Wirtschaftsförderung abzuarbeiten hat. Und man muss erstmal viel Geld investieren, bevor man überhaupt den ersten Spatenstich macht. Das sehe ich bei uns oder insgesamt beim Thema Investitionen ansiedeln als eines der größten Probleme. Und dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass bei uns immer Gesetze maximal streng ausgelegt werden, anstatt maximal das Mögliche zu machen, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Wie schätzen Sie es ein, Herr Hohn? Ja, also ich will mich mal so ein bisschen gegen den Eindruck immer wehren, dass große Unternehmen nur in den großen Städten sind. Also das ist was, da haben wir fast in jedem Landkreis Beispiele. Wenn, denken Sie an die Accomotive in Kamenz, ein Daimler-Unternehmen mit über 2000 Beschäftigten. Gar nicht ich meinte jetzt nochmal auf Frau Bär bezogen. Ich weiß schon, aber ich wollte einfach nochmal einen Satz dazu sagen. Okay. Ne, also wir haben die großen Unternehmen auch im ländlichen Raum. Zu den Behörden, ja, also die Unternehmen kommen aus der ganzen Welt. Sie kommen aus Deutschland, sie kommen aus europäischen Staaten, aus Asien, aus Amerika. Jeder bringt natürlich sein Verständnis auch von Rahmenbedingungen der juristischen Art mit. Und da tut sich ein deutsches Unternehmen natürlich leichter. Bosch weiß von seinen anderen Werken in Deutschland, wie es geht. Ein französisches, Schweizer Unternehmen weiß es aus seinem Land, aber sie kommen mit europäischer Gesetzgebung zurecht. Und Amerikanern, Asiaten muss man etwas mehr Beratung natürlich auch zugutekommen lassen, damit sie verstehen, wie unsere Rahmenbedingungen funktionieren. Und dann wird das einfach auch ganz sauber abgearbeitet und wir und eigentlich alle Behörden des Freistaates, aber auch der kommunalen Ebene sind da Partner der Unternehmen. Also es geht darum, wirklich die Dinge zu erklären, möglich zu machen und auch in einer passablen Zeit, und das heißt schnell, möglich zu machen. Und das ist auch was, was Sachsen immer ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, wo also auch diese Planungs- und Genehmigungsprozesse auch zügig durchgesetzt werden konnten. Frau Bär hat es ein bisschen anders formuliert, es wird maximal das Gesetz ausgelegt. Herr Ragnitz, Sie nicken mit dem Kopf. Werden da Investoren immer willkommen geheißen in der nötigen Art? Na, ich denke schon. Also diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, die Frau Bär angesprochen hat, ich meine, die sind ja nicht, um die Investoren abzuschrecken, sondern sie haben ja einen gewissen Sinn. Also man muss Umweltauflagen und arbeitsrechtliche Bestimmungen beachten, ein ganzer Kranz von Sachen. Und ich glaube schon, dass die einzelnen Behörden jetzt nicht einfach um es den Investoren schwer zu machen, eben solche Anforderungen da stellen. Und man sieht auch immer wieder, und Herr Horn hat es angesprochen, dass halt im Grunde, wenn es darauf ankommt, alle Behörden dann auch an einem Strang ziehen. Und sowas dauert natürlich. Man kann das möglicherweise erleichtern, indem man halt irgendwie stärker miteinander kooperiert, indem man halt verschiedene Verfahren eben zeitlich parallel macht oder sowas. Aber dass jetzt diese Verfahren, diese bürokratischen, notwendigen Verfahren jetzt Investoren abschrecken, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Mhm. Trotzdem gibt es ja große Unterschiede bei Ansiedlungen. Hier Bosch wurde natürlich willkommen geheißen. Das ist eigentlich ganz geräuschlos verlaufen. Ist nicht immer so. Zum Beispiel, wenn man an Leipzig denkt, an den Flughafen, da sorgen sich eben die Anwohner wegen Lärm. Wie findet man da den Ausgleich zwischen der wirtschaftlichen Ansiedlung, die ja auch wichtig ist für die Entwicklung der Region, aber auch den Anwohnern, dass man die nicht verliert? Also das ist ja schon ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, denn man hat ja schon manchmal den Eindruck, dass Großinvestitionen gerade in Infrastruktur in Deutschland gar nicht mehr möglich sind, weil man immer die richtige Abwägung benötigt zwischen einer wirtschaftlichen Entwicklung und damit auch Investitionen, auch in Infrastruktur, und auf der anderen Seite die Frage der Lebensqualität. Und zum Beispiel Lärm ist eins, was nun massiv auf Lebensqualität geht. Dort eine vernünftige Balance zu finden, das ist die eigentliche Aufgabe. Und man sieht es ja zum Beispiel am Leipziger Flughafen.
der trotz der schwierigen Zeit durch Corona, was das Thema Frachtflughafen betrifft, eine sehr positive Entwicklung genommen hat und eben auch weiterhin interessant ist im Ausbau als im internationalen Frachtflughafen. Das liegt natürlich auch daran, dass für den Frachtflugverkehr wir eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis haben. Und das ist natürlich auch interessant und attraktiv, auch für weitere Unternehmen, nicht nur für die Erweiterung von DHL, sondern andere Logistik- und Dienstleister finden das dementsprechend auch wichtig. Und jetzt geht es darum, auf der einen Seite genau diesen Flughafen als wichtigen Wirtschaftsfaktor, denn Logistik ist nun mal das Blutgefäß eines Wirtschaftssystems und es wird auch in Jahren noch notwendig sein, dass wir fliegen, weil das gehört mit dazu. Die Frage ist nur, wie schaffen wir eben auch dort Nachhaltigkeit? Das ist eine technische Frage, zum Beispiel beim synthetischen Kraftstoff, also synthetischen Flugbenzin, wo wir auch in Sachsen Firmen haben, die das können. Und auf der anderen Seite eben viel zu tun, um Lärmschutzmaßnahmen zu treffen, um die Belastung der Bevölkerung zu minimieren. Und beides funktioniert nur, wenn wir eine andere Akzeptanzarbeit machen. Gerade bei großen Investitionen geht es viel, viel stärker darum, nicht nur formale Beteiligungsprozesse zu haben. Bei Planungsrecht hat man dann immer bestimmte, sagen wir mal, notwendige Beteiligungsschritte, wo Betroffene gefragt werden. Ich meine etwas anderes. Ich meine, dass Akzeptanzarbeit inzwischen viel, viel mehr Raum und auch Ressourcen benötigt, um rechtzeitig Menschen mitzunehmen in den Prozess, was hier passiert. Auch ihre Ideen und ihre Vorschläge mit einzuarbeiten. Ein Projekt wird dadurch nicht schlechter, sondern immer besser. Und damit eben auch eine breitere Akzeptanz für Ansiedlungen oder für große Investitionen oder für Infrastrukturmaßnahmen mitzubekommen. Ich glaube, dass wir dort in Deutschland viel, viel mehr für Akzeptanzarbeiten machen müssen und dass eben auch diejenigen, die das tun, dafür auch mehr Ressourcen einplanen müssen, weil am Schluss, wenn es nur noch darum geht, etwas zu verhindern und dass am Schluss ein Gericht entscheidet, dann mag das für den Einzelnen vielleicht gut sein, weil er weniger belastet ist. Aber wiederum die wirtschaftlichen Folgen für das Fehlen von bestimmten Großinvestitionen viel weitreichender ist. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass wir zu einer anderen Akzeptanzarbeit auch bei solchen Ansiedlungen und Infrastrukturmaßnahmen kommen. Am Flughafen sind wir gerade dabei. Okay. Akzeptanzarbeit in Görlitz. Auf welche Probleme sind Sie schon gestoßen, Frau Bär, und wie gehen Sie damit um? Ich schließe mich erstmal an, dass es immer eine Frage der Kommunikation ist. Ne? Also wir müssen in der Tat viel, viel mehr miteinander kommunizieren. Das versuchen wir vor Ort. Ein Problem bei uns, was ich sehe und wo wir auch noch viel mehr drüber sprechen müssen, ist Beispiel Thema 5G. Ja? Wenn du Zukunft schaffen willst und Großansiedlungen vor Ort haben möchtest, ist das immer ein Thema. Und da ist bei uns so eine Haltung, ne? Eine bestehen Ängste, die man nur durch Kommunikation abbauen kann. Aber es sind auch ganz einfache Punkte wie der Anstrich der Halle gefällt mir nicht. Ne? Oder halt, ne, wie Herr Dullich sagte, diese allgemeinen Prozesse, dass man wirklich dann miteinander dieses Gewerbegebiet entwickelt. Dann darf halt nicht 20 Meter gebaut werden, sondern nur noch 12 Meter. Dann ist halt nicht die höchste Schallgrenze, sondern ne, die unterste angelegt. Also es ist ein Miteinander und es funktioniert, aber es wird nicht einfacher. Das kann man so sagen. Mhm, okay. Wie wichtig sind denn Umwelt- und Klimabelange bei Neuansiedlungen? Werben Sie da besonders um Zukunftstechnologien für Sachsen? Wie sieht es aus? Also erstmal ist es so, dass die Unternehmen selber sich diese Frage stellen. Wenn ein Unternehmen neu investiert, egal ob es eine Industrie ist oder ein Dienstleister oder was, in der Regel arbeitet man mit den besten verfügbaren Technologien, also mit den modernsten, neuesten Technologien, die möglichst energieeffizient sind, die möglichst umweltschonend sind, ressourcenschonend sind. Das ist erstmal schon betriebswirtschaftlich wichtig, weil ich dadurch natürlich auch als Unternehmen langfristig Kosten spare. Und die Unternehmen solche Investitionen langfristig anlegen und insofern sich selbst diese Frage stellen, wie sie kostengünstig, effizient, umwelt- und ressourcenschonend arbeiten. Also das ist vom Unternehmen meist schon selbst gewollt. Und wir haben gerade bei der Energieversorgung sehr viele Unternehmen, die von vornherein sagen, ich will so viel wie möglich auch erneuerbare Energien einsetzen, um meinen ökologischen Fußabdruck gering zu halten, weil danach auch meine Kunden wiederum fragen. Also die Unternehmen stellen sich ganz konsequent diesen Fragen und insofern ist das auch ein gutes Zusammenarbeiten dann zwischen dem, was der Staat auch an Vorgaben gibt und dem, was die Unternehmen anstreben. Und da ist schon auch, glaube ich, in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch ein Bewusstseinswandel insgesamt auch vollzogen und
wir sind da eigentlich ganz froh über diese Entwicklung und ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das auch verstetigt. Okay. Professor Ragnitz, welche Branchen versprechen denn eine nachhaltige Entwicklung? Auf was sollte Sachsen setzen? Naja, ich denke mal, das Wichtige ist, dass man eine möglichst unterschiedliche Wirtschaftsstruktur hat. Jetzt nicht irgendwie sich zu konzentrieren auf einen Sektor, wenn der dann irgendwo mal in eine Krise gerät, hat dann die ganze Region dann eben einen Nachteil dadurch. Das heißt, die Wirtschaftsstruktur sollte möglichst breit aufgestellt sein. Man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, halt hier in dieser Region nur Automotive oder sowas. Bloß man muss schon sehen, wir sind ein Hochlohnland und wollen das ja auch sein. Das heißt, man kann nur diejenigen Branchen hier haben, die auch tatsächlich hohe Löhne erwirtschaften, also dementsprechend auch eine hohe Wertschöpfung, also eine hohe Produktivität erzielen. Und dass bestimmte Sachen fallen dann einfach aus. So einfaches Plastikspielzeug oder sowas herzustellen, das können die Chinesen viel besser. Da sollte man sich hier nicht drauf konzentrieren. Aber ich denke, da ist Sachsen ja auch, oder die Unternehmen, die werden von sich aus schon deswegen nicht nach Sachsen kommen, wenn sie eine arbeitsintensive Billiglohnproduktion aufbauen wollen. Die Unternehmen, die hierher kommen, die richten sich ja nach den hiesigen Standortbedingungen. Das heißt, die Lohnstrukturen, die wir hier haben und auch meinetwegen, dass man hier sehr viel auf Technik und Technologie setzt. Solche Unternehmen kommen dann hierher und das, glaube ich, ist die Zukunft auch für Sachsen, dass man eben eher technologieorientierte Unternehmen versucht, hier anzusiedeln. Dann glaube ich, hat man auch eine gute Zukunft. Wenn wir jetzt mal auf die Mikroelektronik gucken, Wasserstoff, das sind Zukunftstechnologien, die in Sachsen schon beheimatet sind. Sehen Sie das als Vorsprung für den Osten? Das ist tatsächlich eine große Chance, denn wir haben in den letzten 30 Jahren ja gesehen, dass sich alle Regionen in Deutschland weiterentwickelt haben. Und das heißt, Sachsen oder Ostdeutschland wäre bestimmten Entwicklungen immer nur hinterher gerannt, weil natürlich andere Länder sich genauso weiterentwickelt haben. Jetzt sind wir aber so an einer Schwelle, wo wir vor einem Technologiesprung stehen, wo auf einmal die Voraussetzungen für alle Bundesländer, sag mal, ähnlich sind. Alle reden gerade über Wasserstoff, alle entwickeln gerade eine eigene Wasserstoffstrategie. Und Sachsen hat durchaus mit den benachbarten Ländern, ich denke, da kann man durchaus mal regional denken, eine große Chance, sag mal, dort auch in eine gewisse Vorreiterrolle zu gehen, dass wir dort mal einen Vorsprung generieren. Beim Thema Halbleiterindustrie sind wir bereits auch führend. Das wird sich noch weiter ausbauen. Also von daher, ich sehe da gerade eine große Chance, dass wir tatsächlich einen Vorsprung Ost generieren. Und ich will den Punkt nochmal aufnehmen von Professor Ragnitz, weil wir reden gerade über Branchen, dort wird es nur das sind Zukunftsbranchen, und dort wird es nur funktionieren, wenn die Bedingungen gut sind. Und dementsprechend, wir werden auch nur Leute aus der Welt bekommen, wenn wir konkurrenzfähig auch bei den Löhnen sind, bei den Arbeitsbedingungen sind. Und das ist eben auch eine große Chance für Sachsen, dass wir mit diesem Vorsprung, den wir gerade generieren können, auch bei der Frage der Lohnentwicklung mal einen großen Schritt nach vorne gehen. Denn es schmerzt mich nach wie vor, dass Sachsen da Schlusslicht ist. Wir brauchen dort tatsächlich eine Entwicklung und das ist die Chance. Das Ende der Braunkohleverstromung bringt ja auch für Sachsen einen Strukturwandel mit sich. Jetzt sind erste Projekte beschlossen worden. Professor Ragnitz, wie bewerten Sie diese Liste, die da vorgelegt wurde? Ist Sachsen da auf dem richtigen Weg? Naja, die ganzen Projekte, die da jetzt gefördert werden sollen, das geht primär darum, irgendwie so, Standortbedingungen in den Kommunen dann zu verbessern. Das ist für meine Begriffe noch nicht so das ganz Richtige, weil letzten Endes geht es ja vor allem darum, dass man attraktiv wird für Unternehmen. Das heißt, man muss stark in Verkehrsinfrastrukturen, in Breitbandinfrastrukturen investieren und nicht jetzt in Kindergärten oder Tierparks oder Ähnliches. Ich glaube, da haben die ganzen Kommunen, die da eben jetzt Projekte angemeldet haben, noch nicht so richtig den Ernst der Lage begriffen. Ich hoffe mal, dass das in der zweiten Entscheidungsrunde, die dann ja irgendwann ansteht, dass das dann ein bisschen besser wird, dass man dann eben sich stärker auf Sachen konzentriert, die dann auch tatsächlich den Unternehmen zu nutzen, also die Standorte, die Standortqualität insgesamt verbessern werden. Ganz wichtig sind dann ja auch die ganzen Verkehrsinfrastrukturprojekte, die vom Bund finanziert werden. Da ist bisher noch nichts wirklich entschieden. Es gibt so Vorschlagslisten, aber da fließt noch kein Geld. Allein schon deswegen, weil die Planungszeiten ja relativ lange sind für sowas. Aber ich glaube, das kann dann helfen, tatsächlich die Region, also vor allem das Lausitzer Revier, das Mitteldeutsche Revier ist ein bisschen nicht ganz so problematisch, dass das sich dann auch positiv entwickelt. Die erste Runde war, glaube ich, noch nicht so dolle, aber ich hoffe mal, dass es jetzt in den nächsten Jahren vorangeht. Wie sehen Sie es, Herr Horn? Ist da Sachsen auf dem richtigen Weg? Ja, also erstmal muss man sagen, es ist ja ein langer Prozess, den wir vor uns haben. Und das ist auch ein Prozess, wo man diese Zeit braucht. Und am Anfang, klar,
gibt es jetzt, glaube ich, mehr Ideen momentan als das, was man jetzt auch auf einen Schlag sofort umsetzen kann. Und die weichen Projekte, die der Professor Ragnitz auch angesprochen hat, das sind vielleicht die, die vielleicht auch ein bisschen schneller gehen. Deswegen sind jetzt in der ersten Runde dran gewesen. Aber man braucht beides. Wir brauchen diese weichen Projekte und wir brauchen auch die für die harte Infrastruktur. Denn im Endeffekt zahlt alles zusammen ein. Also Sie widersprechen Professor Ragnitz ein bisschen. Naja, zu den Standortbedingungen gehört eben auch, der Minister hat es vorhin gesagt, ein Unternehmen, was herkommt und seine Mitarbeiter beschäftigt, will auch wissen, wo können die Kinder der Familien untergebracht werden. Sie wollen ein Umfeld haben, in dem es sich gut leben lässt. Ein Projekt in Görlitz war dabei, Digitalisierung der touristischen Stadtinformation. Also auch touristische Projekte, die dann auch wieder indirekt auf die Arbeitsplätze einzahlen, die wir im Tourismussektor haben. Also vieles hängt da miteinander zusammen. Und die großen Projekte, die sind ja auch da. Die Verkehrsprojekte werden zum Teil über den Bundesarm dann finanziert. Also es gehört vieles zusammen. Aber ja, ich wünsche mir auch mehr wirtschaftsnahe Infrastruktur noch. Die brauchen wir auch in der Lausitz speziell. Und bin ich aber auch zuversichtlich. Ich kenne aus vielen Gesprächen, dass sich viele Bürgermeister und auch die Landräte damit beschäftigen, solche Projekte auf den Weg zu bringen. Und das ist auch gut so. Wie bewerten Sie die Projekte, die da jetzt vorgelegt wurden? Ja, um Entwicklung möglich zu machen, ist die Verkehrsanbindung das A und O. Also da müssen wir noch besser werden in den Mitteln, die da fließen. Leider ist da vieles von der Liste gestrichen worden oder perspektivisch auf Hold gelegt worden, was für uns fatal ist, weil eine Fachkraft, die in Dresden lebt und vielleicht nach Dresden Görlitz pendeln würde, die fährt nicht anderthalb Stunden. Ne? Also das sind dann für mich verlorene Fachkräfte sozusagen. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, oder wie kommunizieren wir das Thema Strukturwandel gegenüber Unternehmen? Der Freistaat hat unheimlich viele Programme an Fördermitteln im Angebot für Unternehmen. Und auch wenn es nicht die Strukturmittel an sich sind, das, so offen muss man sein, aber die GRW-Förderung etc., die ein ganz, ganz starkes Argument sind, warum auch Unternehmen sich bei uns in Görlitz zum Beispiel ansiedeln. Und das darf man in diesen Diskussionen immer nicht vergessen. Ne? Genau. Ja, die digitale Infrastruktur, Verkehrsnetz, das sind ganz wichtige Aspekte für Unternehmen, die sich ansiedeln wollen. Wie treibt das Sachsen voran? Na, wir leben ja hier in einem Spannungsfeld. Das haben wir jetzt gerade in der letzten Runde gemerkt. Zum einen muss man ein bisschen was mit der Erwartung machen. Denn es gab zum Beispiel die Erwartung 40 Milliarden Euro, als sei das ein freies Budget und jetzt können wir doch mal das Geld verteilen. Das stimmt ja nicht. Ein Großteil dieser Mittel sind gebundene Mittel über ihre Fachförderprogramme, wo dann eben auch schnell gesagt wurde, na gut, das sind gar nicht freie Mittel, sondern dann soll halt die Straße schneller gebaut werden. Und ich gebe ja zu, mich hat es ja geärgert, dass der Bund seine Projekte, die er eigentlich in seinem Bundesprogramm drin hat, rausgenommen hat und mal schnell in den Strukturwandel geschoben hat. Und das hat dann zu dem Ärger auch geführt, dass bestimmte Projekte, die wir alle für wichtig erachtet haben, dann vielleicht aus der Prioritätenliste rausgefallen sind. Das ärgert mich auch persönlich, weil ich mich ja gerade für diese Eisenbahnstrecke oder für die Elektrifizierung der Strecke Dresden-Görlitz so eingesetzt habe und einsetze, weil das eben für die Region nicht nur für die Infrastruktur wichtig ist, sondern auch für die Industrieunternehmen. Wir haben eben Alstom in Görlitz und in Bautzen. Wir wollen genauso eben auch, Stichwort Anbindung der Mittelzentren, Hoyerswerda mal an Dresden anbinden. Also von daher ist es auch ärgerlich, dass über solche Entscheidungen wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen ausgebremst sind. Aber ich kämpfe weiter, dass uns auch diese Strecke noch, dass wir diese Strecke auch noch mit hineinbekommen. Natürlich fällt erstmal allen als sehr schnell Infrastruktur ein. Muss man machen. Aber der eigentliche Punkt ist ja, wie schaffen wir tatsächlich nachhaltige Projekte, die eben neue Arbeitsplätze schaffen? Weil der Hintergrund war ja immer, wie schaffen wir den Strukturwandel, dass sozusagen die guten Arbeitskräfte, die jetzt in der Energiewirtschaft tätig sind, auch in Zukunft und ihre nachfolgenden Familien Arbeitsplätze haben. Und dort müssen wir neben den notwendigen Weichenfaktoren tatsächlich noch mehr Impulse in die Region bringen und aus der Region abholen, damit auch tatsächlich solche Effekte gestärkt werden. Da gehört sicherlich die Ansiedlung auch von Forschungseinrichtungen dazu. Das ist ja Bestandteil dieses Programms, was gut ist, weil wiederum, wenn man es klug macht, tatsächlich das ein Impuls sein kann, auch für kleine Unternehmen, für mittelständische Unternehmen, für andere Forschungseinrichtungen dort mit anzudocken. Aber es geht ja durchaus mit den Mitteln, die in den kommunalen Armen sind, viel stärker auch regional zu schauen, wie man eben dort Effekte schafft, um stärker eben auch Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten. Weil am Schluss geht es um Psychologie. Am Schluss geht es darum, ob auch eine Region an sich glaubt.
und inwieweit sie auch sagt, ja, wir schaffen den Strukturwandel. Und deshalb ist es eben nicht nur der harte Fakt, sondern eben auch, was schaffen wir in der Kommunikation. Das ist auch wichtig, in den gesamten Strukturwandel. Wir haben vorhin gerade über Akzeptanzarbeit gesprochen, auch dort wirklich die Impulse aus der Region mit aufzunehmen, dass die Menschen sehen, das sind ihre Projekte, da wird für sie etwas umgesetzt, damit auch klar ist, das ist ihre Heimat. Weil die größte Sorge, die doch viele Leute haben, ist, wenn die eigenen Kinder wieder sagen, wir gehen. Oder die Enkel sagen, wir gehen, weil sie keine Zukunft dort sehen. Und dem muss man etwas entgegensetzen, dass man sagt, ey, jetzt wird so gut in diese Region investiert, das wird die absolute Zukunftsregion, das kann auch weiterhin deine Heimat sein. Herr Dulich hat gerade die Forschungseinrichtungen angesprochen. Frau Bär, wie viele haben bei Ihnen schon angeklopft? Auch da können wir relativ selbstbewusst sein. Wir haben ja schon einige Forschungseinrichtungen vor Ort, von Helmholtz über Fraunhofer, DLRs in der Region etc. In den letzten 12 Monaten haben wir bestimmt mit 12 Forschungseinrichtungen diskutiert, verhandelt, sie gebrieft, mit Informationen versorgt. Warum? Weil die Großforschungszentren ausgeschrieben sind. Das ist der eine Punkt, aber auch, weil ja, wenn man einmal diese Forschung vor Ort hat, das scheinbar auch punktet und das Interesse oder der Interessenskreis größer wird. Ich sehe das zweigeteilt. Zum einen positiv, weil wenn sich ein Unternehmen ansiedelt, fragt mich das nicht nach der Gewerbesteuer vor Ort, sondern fragt, was habt ihr für Forschung vor Ort? Wie stark ist eure Hochschule? Ja, also das sind die ersten Fragen, die Unternehmen stellen, wenn sie sich ansiedeln. Gleichzeitig ist das eine Chance für unsere Region, internationaler zu werden, weil dort sitzen ganz, ganz viele internationale Mitarbeiter, auch wie man bei uns bei Casus, bei dem Helmholtz-Projekt zum Beispiel sieht. Aber daraus hören Sie schon, es sind nicht die Arbeitsplätze für den normalen Bürger vor Ort. Klar werden mehr Brötchen gekauft oder mehr, ne, die Dienstleistungen drumherum werden gestärkt, aber die Arbeitsplätze an sich, das ne, kommt von draußen und der Transfer in die Wirtschaft dauert einfach lange. Ne? Nichtsdestotrotz ist das ein absolut positives Zeichen und wird Firmen nachziehen. Ja? Wie bewerten Sie es, Professor Ragnitz? Ja, so ähnlich. Also ich meine, die Braunkohlekumpel werden nicht in so einem Forschungszentrum arbeiten, das weiß aber auch jeder. Ne? Also, aber wenn es gelingt, halt über die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen dann weitere Unternehmen anzusiedeln, dann kann das tatsächlich positive Effekte haben. Das, glaube ich, wird nicht ausreichend kommuniziert, dass eben das eher so ein indirektes Mittel sein soll. Also dann wird jeder sagen, ja, und meine Arbeitsplatz hier als Braunkohlekumpel, wo soll ich da arbeiten? Also, aber dieser indirekte Effekt, der ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Und da, glaube ich, können die Regionen gerade in der Lausitz auch von profitieren. Mhm. Herr Hohn, was sagen Sie dazu? Großforschungsinstitute in der Lausitz, was bringt es? Also eine der absoluten Stärken Sachsens ist wirklich diese Verbindung zwischen Wissenschaft, Forschung und Industrie. Das spüren wir immer wieder, gerade auch bei internationalen Gesprächen. Das ist ein absolutes Pfund, was wir hier haben. Und alles, was zusätzlich dazu kommt, ist nochmal ein Top-up. Und das ist gar nicht so bekannt, was wir für eine hohe Forschungsdichte haben in Sachsen. Und Unternehmen, die wir besonders bewerben, das sind Hochtechnologieunternehmen, die brauchen diese Nähe zur Forschung für ihre eigenen Projekte, aber auch für den Nachwuchs der jungen Wissenschaftler, der an den Hochschulen dann nachkommt, um die Firmen dann auszustatten mit diesen Arbeitskräften. Und das ist was ganz Fantastisches. Und wenn da weitere Projekte dazukommen, dann ist das sehr hilfreich. Sonst hätten sich Unternehmen wie Bosch, wie Vodafone und andere auch nicht entschieden für einen Standort ohne dieses Plus in der Forschung und Entwicklung. Okay. Herr Hohn, Frau Bär, Professor Ragnitz, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Damit geht unsere Diskussionsrunde zu Ende und wir starten in den letzten Teil der Sendung mit Fragen, die uns vorab erreicht haben. Auch zum Thema Großansiedlungen haben uns wieder zahlreiche Fragen vorab erreicht und die beantwortet jetzt Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ja, und zunächst geht es um die Neuansiedlungen. Vor allem Großstädte profitieren von Großansiedlungen. Was tun Sie, damit auch der ländliche Raum etwas vom Kuchen abbekommt? Ich will erstmal dem Eindruck widersprechen, als würde tatsächlich nur die großen Städte von Interesse sein. Wir haben überall im Land, gerade in den ländlichen Regionen, in den Mittelzentren interessante, auch größere Ansiedlungen. Vor kurzem haben wir jetzt erst in Freiberg zum Beispiel Mayer Burger begrüßen können, der dort investiert haben, oder die MAN-Rettung, wo die Firma Binz in Plauen investiert hat. Also es ist uns wichtig, dass wir eben ganz Sachsen sehen. Die Entscheidungen werden oft eher nach Infrastrukturmaßnahmen getroffen. Das heißt, die Unternehmen schauen, wie ist Infrastruktur, was ist vor Ort, gibt es bereits eine gute
wirtschaftliche Landschaft. Die Wirtschaftsförderung Sachsen und die regionalen Wirtschaftsförderer arbeiten eng zusammen, denn wir haben schon längst das Kirchturmdenken überwunden. Denn um Unternehmen in die Fläche zu bekommen, muss man zusammenarbeiten, muss man schauen, sind die Bedingungen in Sachsen am besten. Und deshalb braucht man eine Kooperation und das ist gelungen, dass die Wirtschaftsförderung Sachsen und die regionalen Wirtschaftsförderungen eng zusammenarbeiten. Bei Bosch trifft es natürlich zu. Bosch ist nach Dresden gegangen in eine Großstadt. Bosch hat für das Werk in Dresden einen staatlichen Zuschuss von 200 Millionen Euro erhalten. Wie lange ist Bosch für diesen Zuschuss an den Standort Sachsen gebunden, fragt ein Zuschauer. Also wenn ein Staat mithilft bei Investitionen, dann gibt es sogenannte Bindefristen. Und das ist halt so, wenn jetzt zum Beispiel in Hardware investiert wird, dann gibt es die Bindefrist von 7 Jahren. Wenn es um Arbeitsplätze geht, also um Jobs, dann eine Bindefrist von 5 Jahren. Okay, solange andere Gewerbegebiete leer stehen, gibt es doch gar keinen Grund für weitere Erschließungen. Ist die weitere Rodung und Versiegelung von Land wirklich nötig? Es geht hier doch schließlich auch um die Lebensqualität der Sachsen. Ja, da kommt der Klimagedanke natürlich auch mit rein. Was sagen Sie dazu? Es gibt inzwischen ganz wenige Flächen, die überhaupt noch zur Verfügung stehen. Der Eindruck, dass wir leere Gewerbegebiete haben, dem kann ich so nicht folgen. Ganz im Gegenteil, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, wie immer mehr eben auch Flächen benötigt wurden. Und trotzdem ist das ein ganz, ganz sensibler und wichtiger Punkt, denn jede Fläche, die bebaut wird, versiegelt den Boden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich nur Flächen nutzen, die für diesen Zweck auch bestimmt sind. Und wir brauchen aber auch in Zukunft weiterhin Flächen, denn Sachsen will auch weiterhin wirtschaftlich attraktiv sein. Das heißt, wir brauchen eben auch Regionen, Flächen, die für Ansiedlungen sinnvoll sind, notwendig sind. Aber wir brauchen natürlich eine besondere Sensibilität. Ich wünsche mir sehr, dass wir durchaus auch bei den Unternehmen den Gedanken stärken der Nachhaltigkeit. Und viele Unternehmen tun das, denn auch das Überlebenskonzept eines Unternehmens kommt ohne Nachhaltigkeitskriterien nicht aus. Und dann muss man sich manchmal die Frage stellen, ob die billige Bauweise einfach alles flach nebeneinander und deshalb große Fläche wirklich noch zeitgemäß ist oder ob man echt auch ökologischer bauen kann, nachhaltiger bauen kann, mit Fläche klüger umgehen kann, die Verbindung zwischen Ökologie, Digitalisierung und der Investition zu stärken. Von daher, ja, sensibel sein für das Thema Flächenversiegelung oder Rodung. Auf der anderen Seite brauchen wir Flächen, aber in Sachsen sind wir da auf einem guten Weg, das vernünftig auszuteilen. Also das Thema Flächenbedarf ist auf jeden Fall eines, das die Menschen interessiert. Gibt es überhaupt noch Platz in Sachsen für Großansiedlungen? Wir haben gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Sachsen genau das mal untersuchen lassen. Es gibt also ein Gutachten, wo man mal die Potenziale in Sachsen sich angeschaut hat. Und wir haben uns da einige Flächen angeschaut in unterschiedlicher Größe. Von daher können wir noch nach wie vor sagen, dass für die unterschiedlichen Ansiedlungsgrößenvorhaben wir attraktive Angebote in Sachsen haben. Aber auch dort wird die Konkurrenz größer. Das heißt, wir merken schon, dass für bestimmte Flächen unterschiedliche Firmen anfragen, man dann schon schaut, gibt es noch ausreichend Flächen. Das heißt, das Thema Fachkräfte und das Thema Fläche sind durchaus mit die entscheidenden Faktoren auch für die Ansiedlungspolitik der nächsten Jahre. Okay. Sind Ausgleichsmaßnahmen für Rodung und Versiegelung von Land vorgeschrieben? Ja, die sind vorgeschrieben. Das heißt, es muss Ausgleichsmaßnahmen geben. Das trifft den Staat genauso, wenn er zum Beispiel eine Straße baut, genauso wie eben ein privater Investor. Okay. Kommen wir nochmal zum Thema Flughafen Leipzig. Das hatten wir schon in der Diskussionsrunde kurz angeschnitten. Die Proteste gegen den Ausbau vom Flughafen Leipzig-Halle werden von der Politik anscheinend ignoriert. Warum unterliegt der Leipziger Flughafen keinen Nachtflugbeschränkungen? Der Leipziger Flughafen hat eine Nachtflugbeschränkung für die Passagierflugzeuge. Es gibt sozusagen nur eine Genehmigung für den Frachtflugverkehr, dass sozusagen dort ein 24-Stunden-Flughafen möglich ist. Darauf ist sozusagen die Betriebserlaubnis ausgerichtet. Und so ist auch dieser Flughafen ausgerichtet und soll auch weiterentwickelt werden, damit auch dieser Flughafen für die gesamte Region auch seine wirtschaftliche Bedeutung auch in Zukunft behält. Wichtig ist halt nur, dass natürlich die Bedürfnisse der Bevölkerung in dieser Region nach Lärmschutz viel stärker Rechnung getragen werden. Und das bedeutet eben, dass wir
alle Maßnahmen auch überprüfen und die dazu helfen, dass der Lärm minimiert wird. Belastung wird es trotzdem geben, wird es auch immer geben an solchen neuralgischen Punkten. Aber es ist eben die Aufgabe auch des Flughafens dazu beizutragen, wenn man ausbaut, dann eben diese nachvollziehbaren Bedürfnisse von Menschen, die dort wohnen, auch mit zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden ab 1. September einen eigenen Lärmbeauftragten im Freistaat Sachsen schaffen, eine Stelle, die sozusagen in meinem Haus oder an meinem Haus mit angesiedelt sein wird, um dort eben auch eine Ombudsfunktion zu haben. Der Flughafen selber hat noch eine Person eingestellt, die in der Region vermittelnd tätig ist. Wir wünschen uns, dass der Flughafen auch viel stärker in die Akzeptanzarbeit geht und Beteiligung organisiert, damit man bei den notwendigen Ausbauzielen, die man hat, eben die Bedarfe und Bedürfnisse der Region stärker mit berücksichtigt, damit eben ein solches Ziel, nämlich dass der Flughafen auch in Zukunft leistungsfähig ist und als Frachtflughafen auch funktioniert, sozusagen auch überhaupt möglich sein wird. Und das geht nur mit einer breiteren Akzeptanz der Bevölkerung. Aber was kann der Lärmschutzbeauftragte machen? Die Maschinen bringen ja trotzdem den Lärm in die Region. Es scheint mir fast wie eine Aufgabe, die nicht lösbar ist. Na, man muss natürlich schon mit diesen Widersprüchen umgehen. Also wenn man will, dass es einen Flughafen weiterhin gibt, wird man auch weiterhin mit Belastungen leben müssen. Die Frage ist nur, wie kann man Belastungen reduzieren? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Welche organisatorischen Möglichkeiten gibt es? Ich zum Beispiel sehe nicht ein, dass man Triebwerkskraft oder Probeläufe in der Nacht machen muss unter freiem Himmel. Dazu gibt es eine Halle. Also genauso bei der Frage, ob man technische Voraussetzungen schafft, die Verteilung von Start und Landungen so zu verteilen, dass die Belastungen nicht nur einseitig in einer Region ist und so weiter. Das sind organisatorische Fragen. Genauso wie man eine Finanzierung der Landeentgelte auch nach Lärmemissionsgesichtspunkten gestalten kann. Daran arbeitet der Flughafen eben auch. Es gibt also Möglichkeiten, auch technischer Natur zu unterstützen, dass Flugzeuge leiser werden. Okay. Es wird diskutiert, ob eine Fabrik bzw. Neuansiedlung nach Dresden, Leipzig, Erfurt, Magdeburg oder Brandenburg kommt. Steht Sachsen in Konkurrenz zu den benachbarten Bundesländern und Grenzregionen oder liegt die Chance eher darin, gemeinsam aufzutreten? Sowohl als auch. Ich glaube, jedes Bundesland hat natürlich erstmal Interessen, für die eigene Region attraktiv zu sein, für Ansiedlungen, um Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen oder Arbeitsplätze jetzt zu halten. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und trotzdem liegt die Chance auch in der Kooperation und das erleben wir ja. Und wir haben es auch in den letzten Jahren erlebt. Wir haben gerade mit unseren Nachbarländern immer uns enger abgestimmt, ob jetzt bei der gesamten Strukturwandelproblematik mit Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder bei der Frage der Ansiedlungen, jetzt beim Thema Batteriezellen, ganz eng auch mit Thüringen, weil ja Thüringen eben auch Automobilland mit ist, Stichwort Eisenach. Natürlich reden wir miteinander und schauen auch, wie sich das entwickelt. Und ich habe mich für meinen Kollegen Professor Steinbach sehr gefreut, dass Tesla nach Brandenburg gekommen ist, weil ich auch gesehen habe, Sachsen hat auch etwas davon, wenn es auch in einem Nachbarland ein großes Unternehmen gibt, weil auch Zulieferindustrie, Arbeitskräfte benötigt werden, wo auch Sachsen wieder partizipieren wird. Also durchaus bei allem Interesse, die wir in Sachsen haben, Kooperation hilft eben auch. Oder beim Thema Wasserstoff, wo es auch hilfreich ist, bestimmte Entwicklungen überregional zu sehen. Wir wollen zum Beispiel das Chemiedreieck in Sachsen-Anhalt mit der Region Leipzig stärker verbinden, dort, wo Wasserstoff produziert wird. Wir müssen es in die Wirtschaftsregion Leipzig bringen. Dort sind die Unternehmen, die es sozusagen nutzen können. Dort nützt es gar nichts, wenn man nur regional denkt. Da muss man wirklich mal grenzüberschreitend denken. Danke, Herr Dulich, für diese Antworten und diese Einblicke. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Martin Dulich konkret im Juli. Im August legen wir eine Sommerpause ein und danach sind wir zurück mit dem Thema der Kreativwirtschaft. Also schalten Sie wieder ein. Wir wünschen Ihnen erstmal einen schönen Sommer.